Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von dem Tourist Bus Simulator auf Fuerteventura. Die letzte Folge rechts oben beim i verlinkt, da könnt ihr gerne vorbeischauen, da habe ich ein bisschen geschnackt, wie das Projekt weitergehen soll und ich habe über Themen geredet, also nicht über Themen, die ich mir ausgedacht habe, sondern ich habe gesagt, dass ihr mir super gerne, beziehungsweise ihr sollt, ihr müsst mir Themen in die Kommentare schreiben, wo die euch interessieren, also irgendwie so Themen, wo ihr meine Meinung zu hören wollt, einfach mal irgendwas in die Kommentare und dann können wir in einer Folge zwei, drei Themen ansprechen. Ich sage zu jedem Thema irgendwie meine Meinung. Und das muss nicht Fußball sein, das muss nicht Spiele sein, das kann alles auf dieser Welt kann das sein. Lasst euch da wirklich irgendwas einfallen, was euch auf dem Herzen liegt. Und ich werde alle Themen ganz behutsam, sag ich mal, behandeln. Also sei es jetzt, keine Ahnung, was ihr jetzt von mir wollt. Irgendwelche Themen bezüglich Politik, irgendwelche Themen bezüglich was auch immer. Wie gesagt, schreibt einfach mal irgendwas rein. Also es ist auch hier streng vertraulich und alles ganz chillig. Also nicht so, dass ich das jetzt dann irgendwie weitererzähle, was ihr mir da schreibt. Gut. Wollte ich nur mal gesagt haben, also unbedingt Themen reinschreiben, damit wir ein bisschen was zu labern haben, darauf kommt es an. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt von mir unbedingt eine Meinung hören wollt zu irgendeinem Thema, dann wird das natürlich auch nicht irgendwie ins Lächerliche gezogen. Das meine ich jetzt mit streng vertraulich und ich werde es auch irgendwie keinem blöd weitererzählen oder sowas. Also das wird dann hier alles ernst behandelt, die Themen. Und ja, das wollte ich nur gesagt haben. Und gut, da würde ich auch schon sagen, die letzte Folge habe ich direkt gerade eben aufgenommen, deswegen, falls ihr unter der letzten Folge auch schon Themen geschrieben habt, kann ich darauf jetzt nicht eingehen, weil die ja, wie gesagt, gerade eben, ich habe die gerade eben aufgenommen und die ist ja für mich noch nicht online. Aber ab nächster Folge kann ich dann wieder auf Themen bzw. Fragen, könnt ihr mir gerne auch irgendwelche Fragen zu meiner Persönlichkeit stellen oder so, aber das ist, glaube ich, eher uninteressant, weil ich dazu schon Videos gemacht habe und auch noch Videos machen werde. Ja, das wollte ich bloß gesagt haben, dass ich jetzt eigentlich auch nicht mehr auf die Themen von letzter Folge eingehen kann. Und wir daher in dieser Folge nur absolut chillig rumfahren. Ich müsste mir noch einen Timer stellen. Das mache ich ja eigentlich immer. Und ich jetzt heute vergessen. So, Leute, Handy am Steuer. Ganz kritisch. Also da machen wir ungefähr 22 Minuten den Timer jetzt. Es sind, glaube ich, schon ein paar Minuten rum. 1, 2, 3 Minuten werden schon rum sein. Wir fahren jetzt hier ganz chillig, ohne Verkehr scheinbar. Also mir ist noch keiner entgegengekommen und ich muss ja noch keinen hier vorbeilassen, überholen oder was auch immer. Ja, da fahren wir einfach mal ganz entspannt hier lang. Da werden wir jetzt eine Sprungschanze haben. Hui! Aber ist mir egal, da bremse ich jetzt nicht extra für ab. Das wascht. So, natürlich auch wieder ein Uncut-Projekt, wo ich nichts rausschneiden werde. Auch ein paar Sekunden, wo ich mal nichts labere. Einfach mal ganz entspannt drinnen lassen. Da kenne ich nichts. Also das ist wirklich, eigentlich ist es nur so ein Plauder-Projekt. Und halt ein bisschen Simulation hier im Hintergrund. Dass ihr seht, wie ich hier durch Fuerteventura rase, wie so ein Irrer. Und dass ihr vielleicht auch auf dieses Spiel aufmerksam werdet, weil das echt extrem cool ist. So, wer sowas mag, also ich kann es jedem empfehlen. Also mir macht es richtig viel Spaß. So, wir lassen die Leute rein. Ich muss die Handbremse ziehen, weil sonst rolle ich hier zurück. Das ist mir auch passiert. Das war traurig. Ich bin in meiner privaten Dings. Ich habe ja, bevor ich aufgenommen habe, mal ein bisschen gezockt. Aber auch nicht lang. Und bei diesem Hügel hier, da rollt man einfach immer nach hinten. Und dann gehen die Leute nicht rein, weil die denken, der überfährt mich jetzt gleich. Und das ist natürlich unpraktisch. So. Mal gucken. Ich hoffe, dass wir die eine Fahrt in der Folge schaffen, aber auch nicht mehr. Weil ich habe eigentlich, im ersten Moment habe ich gedacht, ich nehme noch eine auf. Dann habe ich aber
Also ich bin ja erst später nach Hause gekommen, habe ich in der letzten Folge gesagt. Dann ist alles ein bisschen wieder eng, der Zeitplan. Und es ist gleich 1 Uhr. Nicht mittags, sondern abends, beziehungsweise nachts. Und ich würde gerne ins Bett gehen. Von daher, es ist halt so, es macht mir nichts aus. Also ganz ehrlich, ich bin gar nicht so müde heute. Also ein bisschen schon, man merkt es mir jetzt schon an. Aber, also ich könnte hier Fernbus-Simulator, das ist eh so ein chilliges, Fernbus sag ich schon, Tourist Bus, ist eh so ein chilliges, entspanntes Projekt. Also da könnte ich schon noch irgendwie jetzt bis 2 Uhr aufnehmen, dass ich nochmal 2 Folgen habe. Aber ganz ehrlich, das einzige Problem ist, dass ich mich hier umgeben von 3 Monitoren, die alle an sind, auch noch von 2 Softboxen bestrahlen lasse, die absolut hell sind. Da muss ich mich hier noch ein bisschen aufs Fahren konzentrieren, also es ist jetzt nicht so krass konzentrieren, aber so ein bisschen. Es kommt, es ist ja kein Auto hier, es ist ja niemand da, also von daher eigentlich kann ich fahren, wie ich will. Dann will ich mich halt nicht zu oft versprechen, weil ich das Ganze eben, ich schneide die Versprecher nicht raus. Und ich möchte aber trotzdem nicht zu viele drin haben, weil das natürlich unprofessionell ist. Ich bin hier auch unprofessionell, ne? ja, und deswegen lieber jetzt ins Bett und dann morgen noch aufnehmen, anstatt heute noch ein bisschen die Puppen aufnehmen und sauspielen ins Bett und morgen lang schlafen. Das ist auch alles behindert. Von daher machen wir das nicht, ne? Wisst ihr Bescheid. So, hier runterbremsen. Boah, ich habe eigentlich wieder richtig, richtig Bock auf Urlaub, Leute. Das, ich muss wieder in den Urlaub. Mann. Also, ich würde gerne auch wieder auf Fuerteventura. Das hat mir letztes Jahr war ich auf Fuerteventura. Hat mir ziemlich gut gefallen. Hab ich auch in der letzten Folge schon gesagt, also das Hotel, wo wir waren, ging so. Gibt es sicherlich bessere. Würden wir uns auch ein anderes aussuchen, wenn man da nochmal hinfährt. Also auf die Insel. Aber der Ort, also Jandia, wo wir waren, wo ich auch mal eine Special-Folge zu machen will, um einfach mal hinzufahren. Also, mir hat der richtig gut gefallen, so vom. Für Urlaub einfach. Jetzt, um da die ganze Zeit zu leben. Aber für Urlaub, mega. Weil der Strand ist wirklich like Malediven und das Meer auch, also es ist irgendwie schön geiles türkises Wasser und richtig breiter, langer Sandstrand mit so richtig auch so feinem Sand, also es gibt ja auch so gröberen Sand oder halt irgendwie Kies oder was auch immer und das war einfach geil. Würde ich gerne wieder machen. Wissen wir auch tatsächlich noch nicht. Also ihr könnt gerne mal super gerne reinschreiben, wenn ihr schon wisst, wo ihr nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr ist es ja schon, 2019 hier, wo ihr dieses Jahr ins Urlaub, in den Urlaub geht. Wenn ihr das schon wisst, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Also vielleicht geht ihr auch irgendwie nach in die Berge oder so, oder Kroatien oder irgendwas. Also schreibt das gerne mal rein. Kroatien gehen ja auch ziemlich viele immer, soll ja auch voll cool da sein. Auch schöne Strände geben, bla bla bla. War ich tatsächlich noch nie in Kroatien. Ja, aber könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, wo die Reise hingeht. wie gesagt, Fuerteventura wäre eigentlich ganz chillig. Mal gucken. So. Oh Gott, wir rollen. Ich hätte die Handbremse erst später ausmachen sollen. Ich bin nicht im Gang drin, oder? Ja, deswegen. Hä? Danke. Ich habe auch vorhin schon aufs Gas gedrückt, deswegen habe ich auch gar nicht gerafft, was der war, mir zu hart zurückrollt. Ich war noch gar nicht im Gang drin. Haha, lol. Leute, ich mache dieses Jahr auch Führerschein, das wird so crazy. Also, ich bin ja 16, werde dieses Jahr 17. Für die, die das noch nicht wussten, ja, weil es wieder als Frage steht. Das wird so safe die erste Frage sein. Wie alt bist du?
Auf jeden Fall wollte ich mit 17 meinen Führerschein haben. Ich werde im Mai, werde ich 17. 20. Mai habe ich Geburtstag und so um den Dreh wollte ich auch meinen Führerschein haben. Muss jetzt nicht der 20. Mai genau sein, aber so um den Dreh halt nicht zu früh, nicht zu spät danach, weil ich habe richtig Bock auf Fahren. Also ich habe ja auch ein Lenkrad. Lenkrad-Simulatoren und was auch immer und ich feiere es einfach und kann es eigentlich kaum erwarten, in Real Life auch dann irgendwie Auto zu fahren, endlich mal. Ja, aber auf jeden Fall deswegen schon eher früher den Führerschein machen und den mit 17 schon haben, begleitet fahren und so. Und aber auch gucken, dass ich ihn nicht zu früh habe. Also ich meine, es ist ja jetzt schon Januar und ich werde den ja bis Mai ungefähr, es haut ungefähr hin, denke ich mal. Wenn ich jetzt Anfang Februar anfange, also bis Mai, das soll ja schon eigentlich ganz gut hinhauen. Hoffe ich mal, vielleicht ein bisschen Anfang Juni oder Mitte Juni oder so. Das wäre schon ganz okay. Aber ich will halt nicht, dass ich den irgendwie dann schon im März habe, weil ich hätte ja mit 16,5 kann man ja anfangen. Und wenn ich ihn jetzt tatsächlich ziemlich gut schaffen würde, in, keine Ahnung, 4, 5 Monaten, dass ich den dann schon irgendwie im März habe und dann nicht fahren kann, weil ich den Führerschein ja erst ab 17 bekomme, den Begleiteten auch, das wäre ziemlich dumm, weil, also ich finde, so eine Pause dann dazwischen machen ist ziemlich behindert. Ja, deswegen, ich denke, das haut ganz gut hin, wenn ich den Februar anfange, dass ich den so Juni fertig habe. Hoffe ich mal, wenn alles glatt läuft. Und ja, dann kann ich ab Mai alle Menschen umfahren. Alter, wie viele stehen denn hier bitte? What the fuck? Willst du mich verarschen? Ey, jetzt ohne Spaß, ich habe doch noch kein Auto in dieser Folge gesehen. Ist schon mal ein Auto an uns vorbeigefahren? Was ist das? What the fuck? Ich habe ja nichts umgestellt oder ausgestellt oder irgendwas. Als ob hier keine Sau lang fährt. What the fuck? Okay, alle drin. Gang auch drin, dann passt die Sache. Dass wir wieder eine halbe Stunde entlang rollen. Das wäre ein bisschen doof. Was ist hier für ein Schloss? Wir sind doch schon vorbeigefahren. Warum ist da ein Schloss? Okay. Also ich kann tatsächlich einfach beide Spuren ausnutzen. Ich fahre gerade wie bei Formel 1. Immer schön in die Kurven reingehen. Das ist ja echt. What the fuck? Warum kommt hier keiner? Boah, auf F1 habe ich auch wieder richtig Bock. Wir haben ja mit Jan ausgemacht und so werden wir es ja auch machen. Also momentan sind ja, ist ja die Koop-Karriere noch am Laufen. Und da wird auch noch was richtig Cooles zu kommen. Es wird auch noch weitergehen. Möchte ich jetzt nicht spoilern. Also es wird auf jeden Fall noch besser. Und ja, dann. Wenn die auch dann rum ist, kommen wir eigentlich ziemlich gut hin mit vielleicht noch zwei, drei kleinen anderen Projekten nebenbei oder halt zwischendurch oder was auch immer, dass wir dann wieder zur F1-Karriere kommen. Wir wollten ja zum Ende von F1 2018 nochmal eine Karriere machen mit einem anderen Team dann mal wieder. Und ja, dann kommt ja im August auch schon der neue Teil raus, also F1 2019. Und da wollen wir dann direkt weiter übergehen zu einer Karriere. Also ich weiß nicht, wie das alles weiterläuft, Leute. Ich kann euch ja nichts versprechen zu 100%. Aber ich glaube, es wird konstant geil weitergehen. Also ich habe ja in meinem einen 2018 Video Jahresrückblick und so habe ich ja schon gesagt. Also 2019 ist vieles geplant. Projekte, über die ich noch nicht sprechen will. Und vielleicht, wie gesagt, die sind auch noch weit in der Ferne und es ist ja noch nicht sicher.
aber es ist im Hinterkopf von mir und von Jan schwebt ziemlich viel und ich bin ziemlich gespannt, was da so abgeht. Aber jetzt allein vom Denken her, wenn ich jetzt gar so selber drüber nachdenke, habe ich noch gar nicht gemacht, aber wenn ich jetzt gar so drüber nachdenke, wir haben jetzt die Koop-Kette, die ja wie gesagt da noch cooler und noch geiler weitergeht als bisher. Wenn die dann rum ist, dann gibt es noch ein, zwei kleine Folgen, so, keine Ahnung, einen Monat lang oder nicht mal. Dann gibt es schon die F1-18-Karriere, die neue. Dann gibt es direkt im Anschluss die F1-19-Karriere. Und dann kommt ja schon wieder FIFA raus. Dann geht es wieder los mit PES und FIFA. Und dann fängt das Gamer-Jahr wieder von neuem an. Also gegen Herbst kommen ja immer richtig viele Spiele raus. Und auch FIFA und so und die ganzen Sachen, also das wird echt crazy. Also es ist quasi, ist es ja so ein Fluss, dass der geht, das geht ja immer weiter. Also F1 macht uns beiden mega Bock, deswegen werden wir es auch noch weiter spielen. Und es wird auch so sein, dass es wie gesagt eben noch zu 19 auf jeden Fall noch kommen wird. Und wenn wir dann immer noch Bock haben, dann zu 20, zu 21, zu 22 und bei FIFA natürlich dasselbe, die Koop-Karriere kommt gut an und man kann immer was verfeinern, man hat immer neue Ideen, so werden wir es ja auch machen, dass man immer ein bisschen schraubt an den Projekten, aber an sich muss ich irgendwie, habe ich nicht alle Passagiere aussteigen lassen? Lol. Ups. Das ist natürlich geil. Erstmal Tür zu machen, losfahren, ja, Glück gelaufen, ne? Tatsächlich da, ich sehe die ja im Spiegel, da ist noch jemand. Boah, das sind noch ganz viele. Hä, was macht ihr denn? Seid ihr behindert? Okay. Ja, aber dann hat man, wie gesagt, die stehen alle nacheinander auf, deswegen. Okay, cool. Dann hat man, wie gesagt, auch solche Projekte, die einfach weitergehen und je nachdem, wie sich dann das Leben von uns weiterentwickelt, das ist natürlich sehr weit gedacht jetzt, auch Servicewartung irgendwie nur 43%, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wir haben auf jeden Fall mehr EP und auch keinen Unfall. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt sehr weit ausgeholt und so, aber je nachdem, wie sich natürlich das Leben weiterentwickelt, von Jan als auch mir, also ja, ich komme natürlich jetzt auch in so ein Alter, also wenn ich mein Abitur jetzt dann bestanden habe, mit 18 hoffentlich, dann ist halt auch so die Frage, ja, ich bin 18, ich bin jetzt erwachsen, was mache ich jetzt danach, habe mein Abitur, werde ich studieren, werde ich irgendwie ein paar Monate ins Ausland gehen, werde ich was auch immer machen, also es steht vieles noch offen und je nachdem wird natürlich dann auch weiter entschieden, wie es auch mit YouTube und ja ähnlichen anderen Sachen weitergeht. Also, oh Junge, Barts, Get Down Schild. habe ich mir ein bisschen verlängert. ja, das ist halt so eine Sache. Also, man weiß es nicht, auch bei Jan. Also, wenn er sein Studium abschließt, wie geht's weiter? Wird er YouTube noch machen? Wird er irgendwie neben dem Arbeitsleben YouTube machen? Wird er was auch immer machen? Ich weiß es nicht, was er für Pläne hat. Ja, bei ihm kann ich ja nicht in den Kopf gucken, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hoffe ich mal, dass es noch gut weitergeht, die Wege sich nicht so leicht und schnell trennen. Und ja, dass es natürlich am besten noch immer besser, immer geiler wird. Also es muss ja nicht sein, es kann ja sein, dass ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich habe jetzt, warte mal, jetzt muss ich mich ein bisschen hier aufpassen, ein bisschen concentrate, dass ich hier nicht irgendwas anfahre. Tankstelle muss man natürlich aufpassen, sonst explodiert alles. so, wir tanken mal. Was? Hallo? Hallo? Ich will tanken. Hey, macht der das jetzt nicht mehr, weil ich... Alter, nee, oder? Ich habe aus Versehen weggeklickt und jetzt macht er es nicht mehr, oder was? Alter.
Es kann ja sein, dass ich irgendwie sage, okay, ich habe mein Abitur, ich gehe jetzt für, was weiß ich, 2 Monate mal ins Ausland. Und ja, das kann man natürlich negativ sehen und sagen, okay, ja, aber dann geht das und das und das vielleicht verloren. Aber man kann es auch positiv sehen und vielleicht wird es dann noch geiler, noch besser, noch revolutionärer. Man weiß es nicht, was passiert. Aber ich hoffe und wünsche es mir natürlich, dass es auf YouTube gut weitergeht, weil momentan läuft es ja super und ich habe mega viel Spaß an dem Projekt, an dem Hobby. Ich fahre nochmal neu rein. Oh! Kommt auf einmal so ein Stoppschild. Ich glaube, irgendwie sind die Autos alle despawned. Also irgendwas ist gerade passiert, was nicht so geplant war, aber es fährt kein Auto mehr. Das habe ich natürlich jetzt auch wieder zu spät gecheckt. Tut mir leid, was ich hier gerade veranstalte. Sieht nicht ganz elegant aus. Aber ich finde es auch richtig dumm gemacht. So, jetzt will er. Ne, hier muss man drauf drücken, ne? Ja, hier. Sehr schön. Aber wir hatten eigentlich noch ziemlich viel Tank. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Das war natürlich nur zum Vorzeigen. Safe. Ja, doch mal 85 Euro gelatzt, ne? Auch nicht schlecht. Gut, haben wir genug über das Leben philosophiert. Wie gesagt, das ist halt so ein Projekt, wo ich einfach ein bisschen erzähle. Vielleicht bockt das auch einfach. Vielleicht feiert ihr das. Ja. Ich finde, auf solche Videos kann man auch gut im Bett chillen. Das sind so Videos, die kann ich mir im Bett einfach reinziehen. Das ist irgendwie ganz nice. Also für mich jetzt persönlich, mache ich bei anderen YouTubern auch. Wenn ich mal YouTube gucke, habe ich irgendwie noch die Handbremse aktiviert oder warum fährt er so langsam? Scheinbar hatte ich die gerade noch aktiviert. Nice! Was ein Profi! Ja, ja! Also das war ja absoluter Profi-Move. Ja, bei der Tankstelle schon und jetzt hier auch noch so ein Scheiß. Richtiger Profi gerade. Aber zu spät abends kann man sich einfach nicht konzentrieren und nebenbei noch über Gott und die Welt philosophieren. Hat sich das sogar gereimt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall crazy. Junge, da rauschen wir wieder hin. Mit wie viel? 90 km/h oder so. Yo! Es kommt ja eh kein Auto, also ich brauche mir eh keine Gedanken machen. Autos fahren heute nicht. Ist heute irgendwie Sonntag? Ne, heute ist Dienstag. Ah! Ah, Schild! Ja, nice. Erstmal über alles drüber fahren. Ich mach erstmal alles platt mit meinem Bus. Ja! What the fuck? Das war natürlich sehr unelegant mal wieder. Also ich habe ja gesagt, ich fahre jetzt hier nicht komplett auf Ernst. Ich fahre jetzt nicht auch wie Paluten, also das muss nicht sein, der dieses Spiel ja auch einmal gespielt hat und dann nie wieder. Ne, aber seine Fernbus-Videos meine ich jetzt, der hat das ja auch gespielt und ach Gott, jetzt bin ich schon müde. Und ja, der fährt ja immer wie so ein Irrer, also das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich muss jetzt auch nicht komplett ernst fahren. Und wenn ich da mal ein bisschen schneller in den Kreisverkehr fahre, dann haue ich halt alle Lampen um, fahre noch 10-mal drüber und dann passt die Sache. So, diesmal machen wir es schön, perfekt und elegant. Straight geradeaus rein. Erstmal, ich habe ja schon irgendwas mitgenommen gerade eben. So. Ein Strommast auch, ja. Schön elegant, sauber, ja, ja, genau. Aber alles mitnehmen. Gut, dann stellen wir den. Was? Batterie ist leer. Oh nein, jetzt ist. Ich wollte gerade die Abmod machen, weil ich gesehen habe, dass wir ja schon ungefähr bei der Zeit sind. Und das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt den Bus hier reinfahren und so. Ach man. Und jetzt ist einfach dieser fucking Akku leer.
Hilfe! Okay, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt einmal verabschieden, einfach mal ohne Kamera, ist jetzt nicht so schlimm, ich starte jetzt nicht extra neu, beziehungsweise muss ich ja den Kamera-Akku neu wechseln. Okay, dann würde ich sagen, lasst mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat, danke fürs Einschalten, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, haut rein, bis dahin und ciao, ciao!